Umgang mit der scheinbaren Sinnlosigkeit des Alltags vom Vedanta-Standpunkt aus. Shankara schreibt im 289. Vers des Vivekachudamani: Svaprakasham adhishtanam svayam bhuyasadatmana brahmandam api pindandam tyachyatamalabhandavat. Erfahre dich selbst als Brahman, das aus sich selbst herausleuchtet, als einzige Grundlage aller Dinge. Löse dich von dem Makrokosmos Brahmanda und dem Mikrokosmos Pindanda, wie von zwei unreinen Gefäßen. Wenn es mal eine Phase gibt, wo du das, was du tust, für sinnlos hältst, nicht weiter tragisch. Denn letztlich gibt es nur ein unendliches Brahman. Dieses unendliche Brahman manifestiert sich als die gesamte Welt. Das ist der Makrokosmos. Und dieses unendliche Brahman manifestiert sich auch als Bewusstsein hinter dieser Welt, als Ishvara. Dieses unendliche Brahman manifestiert sich auch als Bewusstsein hinter diesem Körper. Es gibt nur dieses unendliche Brahman. Jetzt magst du sagen, ja, was hilft mir das im Alltag weiter? Es hilft dir sehr viel weiter. Wenn du nämlich weißt, hinter allem ist das eine unendliche Brahman, die eine absolute Wirklichkeit, dann weißt du, es spielt keine Rolle, ob du das, was du tust, für übermäßig sinnvoll hältst. Diese Welt ist wie ein Gefäß, er nennt es ein unreines Gefäß. In diesem Gefäß ist Brahman. Du könntest zum einen sagen, ja, wenn du deinen Alltag als nicht sinnvoll erlebst, dann zeigst du damit, du hast verstanden, dass der Alltag nicht so sinnvoll ist. Du könntest natürlich auch sagen, dass du den Alltag nicht so sinnvoll hältst, zeigt, dass du nicht hinter allem Brahman siehst. Zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, neti neti und iti iti. Du kannst sagen, neti neti. Ist ja klar, dass ich diese Welt für unsinnig halte. Sie ist ja unsinnig. Warum sollte ich sie nicht für unsinnig halten? Da ist keine allzu große Wirklichkeit, sein Traum, der zu Ende geht. Was soll's? Zweite Betrachtungsweise wäre, ja, hinter allem ist Brahman, ich kann in allem Brahman erfahren. Egal, ob das, was ich tue, langweilig ist, egal, ob es scheinbar sinnlos ist, da alles Brahman ist, hat auch alles seinen Sinn. Und selbst wenn ich jetzt meine, ich trage nicht etwas Großartiges bei zum weiteren Fortgang der Weltgeschichte, ich lebe nicht meine Talente und ich bin nicht in meiner vollen Kraft und ich kann nicht tun, was ich will. Was soll's? Nicht weiter wichtig. Auch im Kleinen ist letztlich Brahman. Du könntest sagen, auf einer relativen Ebene träumt Brahman als Ishvara diese Welt. Und alles, was geschieht, ist irgendwo bedeutsam. Du magst es nicht wissen, du brauchst es nicht wissen. Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman.